Unser Ziel des heutigen Tages ist es, der Bevölkerung und der Politik klarzumachen, dass die Holzenergie Schweiz und die Holzenergie insgesamt in der Lage ist, einen großen Teil des Energiebedarfs der Schweiz zu decken. Holzenergie Schweiz will und verlangt, dass die Politik Nägel mit Köpfen macht, und zwar schnell, damit unser Land den Anschluss an die Energiezukunft nicht verpasst. Wenn wir jetzt entschlossen handeln, kann die Holzenergie in 20 Jahren ohne weiteres einen Viertel des schweizerischen Bauvolumens heizen. Wie ändert man die Flughöhe im Leben? Genau wie in einem Ballon auch. In einem Gasballon, wenn Sie wollen höher fliegen, Sie müssen Ballast über Bord werfen. Wenn wir wollen Pioniere sein für unsere Zukunft, wenn wir wollen neue Felder öffnen, neue Horizonte erforschen, wir müssen das Gleiche machen. Das heißt, wir müssen auch Ballast über Bord werfen in unser Leben. Was ist unser Ballast? Gewohnheiten, Sicherheit, Gewissheit, Überzeugungen, Definitionen, Paradigma, Dogma, alle diese Sachen, die normalerweise wir wollen in unsere Hände halten, weil wir glauben, dass es wird uns stärker machen. Es ist nicht wahr. Es macht uns nicht stärker, es macht uns schwerer. Wenn Sie sind hier, ich glaube, Sie sind auch Pioniere, Sie sind schon überzeugt, dass es gibt andere Weise zu tun. So, Sie müssen auch die anderen ein wenig helfen, Pioniere zu sein. Es wird eine bessere Zukunft machen. Danke. Das ist besser für ihn. Ah ja. Ah, das ist der Zweite. Ja, aber ja, das ist jetzt ein Ding. Ja, ich habe gesagt, dass dieser Haufen Holz, den Sie hier sehen, entspricht 100 Kubikmeter Holz. Und dieser Haufen wächst im Wald ungenutzt in 6 Minuten nach. In 6 Minuten. Wenn man das umrechnet, dann kann man sagen, dass dieser Haufen Holzschnitzel 10.000 Liter Heizöl ersetzt. Ich glaube, dass die erste Sache ist, dass die CO2-Tax wird nicht benutzt sein für andere Sachen als die Promotion und Antriebe von neuen Technologien und neuen Energiequellen. Und die zweite Sache ist, dass wir müssen wirklich machen, dass die Industrie und Wirtschaft versteht, dass es ist ein großer Vorteil, diese neuen Technologien und Energiequellen zu benutzen, anstatt unser Geld in arabische Länder zu exportieren für Erdöl, wo der Preis kann nur steigen. Das ist eine Pionierrolle und es ist nicht nur, um Holz zu benutzen, es ist auch die neue Heizungssystem zu produzieren, zu kaufen. Es gibt hier wirklich Wert zu schaffen. Es ist wirklich ein globalisiertes Problem. Und wir müssen jetzt unbedingt verstehen, dass nachhaltige Entwicklung, das ist nicht nur für Natur, das ist auch für unsere Lebensqualität, das ist für unser Profit, für unsere Wirtschaft, für unsere Industrie. Und ich hoffe, dass die Politiker werden bald verstehen, dass sie müssen nicht nur sprechen, sie müssen auch agieren.